In dem Video heute geht es darum, dass ich für eine gegebene Kurve, die jetzt so hier da ist, eine möglichst einfache B-Spline finde, die diese Kurve am besten annähert mit Randbedingungen, dass die Tangenten am Anfangs- und Endpunkt eingehalten werden. Und das wäre in diesem Fall diese Kurve. Und das Ganze funktioniert mit der Nicey-Node. Ich habe jetzt hier diese Verknüpfung. Ich habe den Sketch, habe den verknüpft mit der Nicey-Node. Und wenn ich hier drauf gehe, sehe ich, ich kann mir hier anzeigen lassen, die Methode, mit der hier optimiert wird. Und ich kann mir hier anzeigen lassen, die Kurve. Ich kann mir auch das Stützpolygon für die Pole anzeigen lassen. Und das Ganze in der Konfiguration funktioniert jetzt einfach so, dass ich hergehe und den Sketch editiere. Und dann haben wir sofort die Anpassung an diese Gegebenheit. Und ich könnte das jetzt also auch nochmal von Start auf machen. Ich könnte sagen, ich blende das mal aus und das hier, habe also hier einen Sketch. Und dann wäre der Ablauf der, ich wähle den Sketch aus, und zwar die Kante. Sage, ich möchte jetzt hier das Ref-Objekt, um eine Referenz zu erzeugen. Haben wir jetzt hier. Dann brauche ich das Nicey-Objekt. Verbinde die beiden miteinander. Und sage, das Nicey-Objekt möchte ich darstellen, also das wäre jetzt, und dann rechne ich das hier vorne noch mal aus, und dann dauert es jetzt einen kleinen Moment. Und dann wird diese Kurve approximiert. Ich kann mir das Logbuch hier mal anschauen und sehe einfach, ich habe jetzt hier gebraucht knappe Sekunde für die verschiedenen Methoden und könnte einfach sagen, was war die schnellste Methode? Das ist ihr SLS-Coupé. Also nehme ich jetzt einfach mal die Methode, und dann merkt man, wenn man diese Methode hat, dann geht es natürlich wesentlich schneller. Kann ich jetzt den Sketch auch wieder editieren und dann erstmal flott hinterher, oder man sagt, man schmeißt diesen ganzen Sketch weg und zeichnet einfach eine neue B-Spline. Und schon hat man die Näherungskurve dazu. So, auf diese Weise habe ich also immer zu einer B-Spline eine Näherungsspline dritten Grades, die also aus genau vier Kontrollpunkten besteht und wo ich am Anfang hier die Tangentialbeschränkung habe und am Ende die Tangentialbeschränkung, und der Schritt dazu, jetzt auch noch die Krümmungsbeschränkung mit reinzunehmen, ist auch nicht allzu weit weg. Und das wird dann vielleicht zum Wochenende passieren. Das wäre das Bild dazu.